Hallo ihr Lieben, zum Ende dieser Woche möchte ich mit uns ein Thema anschauen. Gott gibt, darum gebe ich auch. Wir lesen Folgendes in der Bibel, in 4. Mose Kapitel 7, Vers 3. Sie brachten ihre Gaben vor den Herrn. Gott ist der Geber aller guten Gaben, so sagt es uns die Bibel. Und es ist eine ganz wichtige Erkenntnis, nämlich, dass wir entdecken, dass das Gute in unserem Leben, das Segensreiche, auch die Gaben, die wir haben, und das ist erstmal ganz unabhängig davon, wie viel wir haben, dass das Gute von Gott kommt. Dafür dürfen wir ihm Danke sagen. Da dürfen wir uns ausstrecken um seinen Segen. Das haben wir uns gestern angeschaut, dass er Gnade schenkt, dass er Bewahrung gibt und dass er auch Versorgung schenkt. Heute ist dieser Gedanke, nun, jetzt habe ich ja die Dinge, jetzt gibt er, die Bibel sagt, er ist der Geber, der dem Seemann gibt. In diesem Bild zeigt es uns die Bibel. Und jetzt hat der Seemann Samen. Was macht er damit? Nun, er sät es wiederum aus. Wo und was will er davon haben? Er streckt sich danach aus, dass es daraus Frucht gibt und Frucht entsteht. Und darum ist es wichtig, auch die Frage an uns, wie gehen wir denn damit um, was Gott uns anvertraut? Und eine Sache ist ganz, ganz entscheidend, das zeigt uns die Bibel hier schon ganz am Anfang, nämlich das Geben, und zwar das Geben an Gott. Die Bibel lehrt uns da, den Zehnten zu geben, den Anteil zu geben, der Gott gehört. Und ich finde diesen Gedanken hier so schön. Es heißt hier nicht, sie brachten ihre Gaben und segneten das Haus Gottes oder so die Gemeinde oder eben da, was in der Stiftshütte vor sich ging und viele andere Dinge. Sie segneten das und taten das so. Nein, sondern es heißt hier, sie segneten mit dem, was sie gaben, Gott. Sie gaben ihre Gaben vor Gott. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn es ums Geben geht. Da geht es eben nicht darum, dass wir sagen, na, ich gebe da mal hierhin und dahin und das tut mir auch leid und da, die haben es nötig und so weiter. Nun, das sind ja menschliche Dinge und sicherlich auch nicht verkehrt, machen ja auch viele, die Gott nicht kennen. Aber wir geben Gott und da geht es dann nicht mehr darum, macht das Sinn oder diese menschlichen Überlegungen, sondern es geht vielmehr darum, ich möchte dir, Gott, zurückgeben von dem, was du mir gegeben hast. Ich möchte Anteil nehmen und deutlich machen, ich weiß, alles Gute kommt von dir. Und darum will ich am Ende nicht darauf schauen, gebe ich an der Organisation, der Gemeinde und so dieses menschliche Taktieren und Überlegen, sondern Herr, ich möchte mit Freuden dir geben. Und ich möchte deinen Teil mit Freuden geben, nicht mit knirschendem und mürrischem Gesicht, sondern einen freudigen Geber, sagt die Bibel, hat Gott gern. Und dann dürfen wir entdecken, wenn wir da hineinsehen, wenn wir da geben, dann wird Gott Frucht schenken daraus. Und ganz einfach ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel in die Gemeinde hineingeben und dadurch Dienste möglich werden, ein Haus finanziert werden kann oder was auch immer, wir da auch als Anteil da hineinbringen, dann dürfen wir uns da schon freuen, nämlich über den Segen, der daraus entsteht, dass Menschen zum Glauben kommen können, dass Menschen geholfen bekommen, dass wir einander einen Ort haben, wo wir uns treffen können und so weiter. Das ist nur ein kleines Beispiel. Da könnten wir viele Dinge anführen. Allein das ist schon ein Segen, wo wir uns daran freuen dürfen, wie das Reich Gottes wächst und wie Versorgung geschieht. Aber da gibt es noch so viele weitere Dinge. Die Bibel zeigt uns hier, sie brachten ihre Gaben vor den Herrn. Und das möchte ich uns auch so ans Herz legen. Lasst uns in dieser Form immer wieder auch den Heiligen Geist in unser Herz hineinsprechen. Gott, ich möchte dir geben. Ich möchte meine Gaben vor dich bringen. Und sie sollen ein Segen sein und sie sollen Segen freisetzen, dass viel Frucht daraus entsteht. Gott segne euch hinein in dieses Wochenende und wir sehen uns dann am Montag gerne wieder.